Guten Abend oder guten Morgen. Das sage ich fast immer. Weil es fast immer stimmt. Es geht zu schnell hier. Es ist so, dass ich letztes Mal ja Conarium ausprobiert habe, nicht wirklich damit anfreunden konnte. Und mit dem Silent Hill davor auch nicht wirklich. Da habe ich mich hauptsächlich über die Technik geärgert, über die Steuerung und über die schlechte Kartenumsetzung und alles. Ein Conarium war zu träge. Und zwar hatte irgendwie eine schöne Atmosphäre, aber irgendwie passierte da nahezu nichts. Naja, und jetzt probiere ich halt doch mal aus, ne? Was ich lange Zeit gedacht habe, nicht tun zu wollen. Weil da verschiedene Stimmen das Spiel gelobt haben oder auch nicht. Oder ich habe davon auch schon ziemlich viel vor längerer Zeit allerdings im Let's Play gesehen. Kann mich an die Details nicht mehr so genau erinnern. Jetzt ist es wahrscheinlich lange genug her. Also gucken wir mal, ne? Mal gucken, was passiert. Neues Spiel. Automatische Speicherfunktionen. Hi, Kante. Guten Abend. Danke, dass du Dead Space 2 spielst. Als Dank wurde der Plasma-Cutter Planet Cracker in dein Safe abgelegt. Okay. Solo-Kampagne. Ich wollte mal gucken, ob die Grafikeinstellungen, die ich vorhin gemacht habe, ob die auch beibehalten worden sind. Jawohl. Gut, dann drücke ich mal auf Solo-Kampagne und gucke, was passiert. Zum Überleben wird ein geschickter Abzugsfinger benötigt. So werden wir es machen. Für Dead Space-Veteranen. Ressourcen sind seltener, das geht schon mal gar nicht. Und Gegner stärker. Ressourcen sind spärlich. Gegner werden das Leben zur Hölle machen, oder? Gegner sind schwach. Mit etwas Anstrengung kannst du überlegen. Hier, machen wir nochmal. Mal gucken, was passiert. Alles begann vor 300 Jahren mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu verschwenden, bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich, doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7
200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clarke. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Ziel und drücke RB. Ah, okay. Ladetipps zu schnell weg. Hier, Whiskey 250. Alpha Niner, hier, Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Wir müssen nur dorthin. Schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, wo der Anruf verloren. Aha. Aha. Drücke und halte RS. Ortung. Mhm. Geht also los. Okay, Tim. Du schaffst das. Tim? Er zählt auf dich. Du bist doch Soldat, oder? Richtig. Die Waffe ist nicht mehr geladen. Ja, genau. Die Waffe ist nicht geladen. Habe ich gesehen. So bewege ich mich wohl etwas schneller, wie es aussehen, was? Oh nein. Rennen, halte LB gedrückt. Mhm, okay. Kann man runterfallen? Nein. Gut. Gut zu wissen. Hey Doc, ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Drücke RB und Leichen im Container zu treten.
RB. Endlich. Munition. Halte LB. Genau. Like Heft. Heft, like Heft. Ne? Wie gehabt. Zerbrechen. Ja. Mit denen stimmt doch was nicht. Jetzt schon? Okay. Ich habe einen Weg hineingefunden. So. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Dead Space Teil, halt eher ein Actionspiel ist. Aber trotzdem bin ich neugierig. Er hat ganz schön kräftige Stiefel. Kurz tippen ist ducken, so. So dieses dämliche Geschrei immer. Ja. Munition. Da stimmt doch was nicht. Klettern. Ich würde ganz gerne noch. Ja, ja, ist schon gut. Ich hab schon kapiert. Klettern, drücke A. Da werden sie rauskommen. Der Codex. Ich hab ihn. Doc, ich hab ihn. Tim, wo sind Sie? Hey Doc, ich hänge an einer Felswand. Aber ich habe, was immer das ist. Der Codex. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Dino und halten Sie keinesfalls an! LB zum Springen. Ein geiles Seil.
sehe nicht besonders viel übrigens, wollte ich gerade sagen, ne? Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. So, so. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. 200 Jahre. Ich geh schon ran. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Er kommt aber auch nicht zur Ruhe, ne? Wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Und schlagt jetzt ein davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. So schnell ist man wieder im Dienst, ne? Dann los. Medipack. Drücke B, um Medipacks zu benutzen. So, was haben wir denn noch hier? Hm? Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollte sie binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Naja, dann hätte er sowieso nicht so lange bleiben können, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Hm, schön. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie?
Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Ach, egal, ob es jetzt hauptsächlich Action ist oder nicht. Ich freue mich. Foxhaunzer, dankeschön. Hallo Atze, guten Abend. Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon, Norton, Captain Robert Norton und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was gestehen Sie daran nicht, es gibt sonst niemanden mehr. Hallo Particle. Niemand mehr? Da ist unser Wagen, los jetzt! Mit den Wagen fahren wir nicht mehr. Hier lang. Sie sind hier unten. Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Achtung, gleich kommt er raus. Bitte den Stöcke. Feuer frei. Munitionsclip. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hau lieber ab hier. If possible. Ich will deine Pussy, wo hast du... Was? Was redest du da? Ach so. Ach so. Bann mich, nein. Aber es war sehr merkwürdig gerade. Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Ich hab's komisch geschrieben, ja, ein bisschen, kann man sagen. Aber okay, weiß ich ja jetzt Bescheid, ne? Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Ich hab früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Zeitprophezeiung im Zusammenhang mit dem Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie sind verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Fox Hauntzer sagt, der erste Teil ist der beste. Ich finde den zweiten besser. Und deine Ex-Nachbarin meinte, ihr sitzt eine süße Muschi. Ja, okay. Und dann hast du vermutlich gesagt, die heißt gar nicht so. Etwas schräg, ja. Was haben wir denn hier? Nichts. Wie ist denn hier? Wie ist denn hier Inventar? Ah. Okay. Ja, ich habe mich bloß ein bisschen erschrocken, muss ich gestehen. Hm.
Na, Fox Sounder ist es aber so. Die ersten beiden Teile haben wir im Stream hier durchgespielt. Waren ziemlich geil. Und in relativ lange Zeit andere Sachen hier versucht, nachts zu spielen. Da kamen ziemlich coole Sachen bei. Zum Beispiel Layers of Fear oder Observer, was ziemlich verstörend war. Und die letzten zwei Spiele, die ich ausprobiert habe für den Nachtstream, waren nicht der Fall. Nicht mein Fall, sag ich mal. Das war einmal Silent Hill Homecoming und Kunarium. Und jetzt, da mir die nicht so gefallen haben, ist das halt das nächste, was ich hier ausprobiere. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah! 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 Ich hab ihn, er ist unterwegs im Freeway. Schneide die Schläge ab! Sake Peter, danke schön. Dankeschön, Zerke Peter. Drücke Y, wenn die Stasis niedrig ist. Ja. Ist er aber nicht. Hallo Peter, dankeschön. Oh, gut, alles klar. Aber Stase, ne? Gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Man könnte es nennen, Verkehr verlangsamt. Ups. Wenigstens einer, der mich nicht als Atze kennt. Ja, du hast dich so vorgestellt, ne? Aber du sagtest ja schon deinen anderen Namen. Waffe wechseln? Plasma-Cutter? Lalalala. So. Blabla. Das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Erdgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Ja, Nase juckt. Nase juckt, oh Mann. Klingt zum Glück gar nicht abgefahren.
Da geht es um Fußball. Was? Wer hier lebt noch? Bringt ihn her. Ach so. IBVB, ach so. Also Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Ich bin hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Mann, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Das ist kein Kaffee, das ist Instant Schoko Cappuccino. Oh nein, könnte. Das ist blöd. So. Puh. So, also wie gesagt, das ist halt Controller. Instant Cappuccino, ne? So, was haben wir hier? Medipack. Wir sind also dem Tod entkommen. Zumindest erstmal, ne? Ich glaube, es geht um den Controller. Nicht? Okay. Ach so. Okay. Mehrfache Kombination. Mann! Kommunikation durcheinander hier. Also von dem Spiel hier, also von der ganzen Dead Space-Reihe, glaube ich nicht, dass man eigentlich einen Remastered braucht, weil das ist so noch ziemlich geil, finde ich. Habe ich geguckt, ja, aber ich zögere noch, das zu kaufen. Ist wirklich ganz schön teuer. Aber, na, mal sehen. Mal sehen. War schön gemacht hier. Tritt auf Leichen. War ja sonst auch immer.
Der Controller läuft nicht auf PS4, na gut. Also ich muss sagen, solange mein Xbox-Controller, den ich hier am USB-Kabel habe, mein ganz normaler Xbox-Controller am PC, solange der ordentlich funktioniert, werde ich wohl keinen anderen kaufen. Es sei denn, es kommt irgendwas, was ich unbedingt mit anderen Tastenbelegungen spielen will. Und es geht nicht, im Programm einzustellen. Du hast zwei Pads durchgehauen. Wie hast du das denn gemacht? Und warum? Also ich habe sozusagen, ich habe noch nie ein Pad, sag mal, vor Wut kaputt gemacht. Ich habe es noch nie gegen eine Wand geknallt oder zerbrochen oder sowas. Nicht, ganz vom ganz normalen Spielen vielleicht irgendwann mal kaputt gegangen, ne? Ich traue den Crap MS-Controller nicht mehr. Also, das Ding hier, das Ding habe ich schon richtig lange. Das Ding läuft und läuft. So. Munition habe ich noch. Mit allen Waffen kompatible Munition. Ne? Natürlich geil. Sodacore, hallo. Guten Abend. Medipacks ohne Ende. Du hast schon zwei kaputt gemacht. Also ich, wie gesagt, reg mich natürlich auch manchmal in Spielen auf. Manchmal sind da Frustmomente, aber ich habe noch nie einen Controller aus Frust kaputt gemacht. In Call of Duty? Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Danik war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Ja, auf den Schienen. Bin da auch nicht. Ich bin da ja nicht so entspannt. Oh. Artefakt entdeckt. Ah, okay. Wozu auch immer das Artefakt gut ist. Das sieht so ein bisschen hier. Das hat hier so ein bisschen Blade Runner Atmosphäre, finde ich. Mal von dem ganzen Blut abgesehen. Blut und Toten, ne? Aber so dieses Neon-mäßige finde ich schon ziemlich cool. So. Bei mir leidet so einige. Oh, okay, bei mir halt nicht, ne? Ich hab Glück. Aha. Online-Games bringen dich zum Ausrasten, ja? Nice. Die schönen kleinen Figürchen. Also, na. Wie gesagt, mich eigentlich nicht so.
In letzter Zeit reg ich mich schon manchmal ein bisschen auf über irgendwelche Spielsituationen. Aber dann passiert auch nicht mehr, als dass ich den Controller einfach mal auf den Tisch. Den Controller auf den Tisch tippe, so, ne? Du wirfst das Pad in den DV. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich mies. Das muss ich echt mal sagen. Das würde ich ja mal nicht machen. Oder wenigstens eine Schutzschicht davor, so ein Schutzglas davor oder so. Ist ruhiger geworden. Jetzt trittst du nur noch den Fernseher, ja. Ziel. Bank. Anzugstation. Ah. Beweg dich! Beweg dich! Dieses gefuckte Stehengebleibe immer, ey. Medias. Herzlich willkommen. BB-Mod, die Loris-Spiel ist cool, ja? Was macht sie? Sag das nicht, ich habe damals ein Pad in den Röhren-TV geballert beim Kumpel. Ja, wie gesagt, finde ich schon merkwürdig. Aber gut. Hallo, ich habe die Ruhe weg, okay? Gut. Dann bin ich ja zufrieden. In Bearbeitung. Die Mod multipliziert die Gegneranzahl mit 2 oder 3. Boah. Ich glaube, das würde ich nicht spielen. Verdammt. Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennis, Männer? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los. Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Dennis Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich.
Wie moddert man ein Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Vielleicht so rum. So geht das, junger Padawan. Ich möchte nur noch Pads mit Schleife um die Hand, so dass du es nicht wegwerfen kannst, ja? Muss ich es nochmal drehen? Wahrscheinlich muss ich die hintereinander hängen, wa? Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Mhm. Ich finde Telekinese gut. Dead Space sieht heute noch geil aus. Es ist zwar jetzt Dead Space 3, aber auch das erste ist Dead Space. Alle Dead Space Teile sehen geil aus. Verstanden, ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit, es wird brenzlig. So, neues PS4-Pad kaufen. Morten, Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Lebt sie noch? Naja, also. Hier kommt die Kavallerie. Welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über den Kopf flog. Schwingen Sie Ihren Arsch her. Na los, runter! Munitionsclip hätte ich wahrscheinlich eben auch mitnehmen können. Ich weiß nicht, was ihr alle habt. Das ist eure Pets immer kaputt gehen.
Ich habe alle meine Pets haben immer lange gehalten. Und ich musste bis jetzt fast nie was Neues kaufen. Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie jetzt... Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Komm, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Drücke für Details die Taste da. Mhm. Okay. Mhm. Frag mal meine Wand. Hm. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße! Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Munitionsclip? John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. So. Ich glaube hier, wa? Ting. Aha. Eine Dusche. Okay. Das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Pliling. So. Ich brauche mal irgendwie Upgrades. Ich will Upgrades. 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 Mhm. Upgrades. Die sind hier nicht willkommen. Bam. Gleich kriegen wir einen Schuss ab. Ich kann keine Munitionsclips mehr aufnehmen. Na gut. Mein Inventar ist wahrscheinlich voll gestopft. Hier. Yeah. Na gut. Also ich... Die Art des Spielens hier gefällt mir schon deutlich besser als bei Konarium oder vor allem bei Silent Hill. Das war ja irgendwie schon... Das war nicht schön. Das kommt auf der Konsole wahrscheinlich besser. Aber als PC-Spiel war es öde. 15 Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shop in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Er besser die Reste davon. Rosen, ich seh's! Das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder, keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Munitionsladung. Am Hauptvektor bereiten. Geht nicht! Come on.
Ich hab schon gefürchtet. Nehmen Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit. Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EBA-Anzug? Komm, da runter! Aha. Ich hatte schon... Ich hatte schon gefürchtet. Moment, ist gerade zu viel los hier. Der Helm fehlt gar nicht. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Den ist auf jeden Fall viel los. Ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Oh nein. Oh, oh, oh. Also was ich sagen wollte... Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Ich hatte... Minen! Ich hatte dolle gefürchtet, dass ich die ollen Raumschiffe oder die ollen Minen beschießen muss. Ach Gott. So, der Helm fehlt. Irgendwie stimmt das aber nicht, ne? Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Oh, Minen! Minen! Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Oh, Minen! Minen! So ein bisschen Hollywood-mäßig, ja. Man kommt ja so... Ich werde an vielen Stellen wohl nicht viel sagen können, weil man hier einfach ums Verrecken nicht zur Ruhe kommt, ne? Isaac! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Ist auch so ein bisschen wie bei Mass Effect 2. Das muss ich übrigens auch nochmal im Stream spielen. Es ist wie ein Sensor, immer ein Stückchen weiter. Aber da war's, das hat mich sehr gestört. Und ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Dass da die ganze oh. Minen. Dass da die ganze Zeit gequatscht wurde, so wie hier. Also ständig waren Sequenzen, ständig waren Sequenzen und man kam überhaupt nicht zur Ruhe. Isaac, wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Thank you.
Schub! Es wird langsamer. Okay. Okay. Das war's. Himmel, das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Mhm. So, ja. Mass Effect war super. War absolut fantastisch. Eins der Spiele. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Luft. Halten und mit drehen. Hier ist das gemeint. Ah. Okay. Mass Effect hast du nie angefasst? Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Ich sag das selten, die deutsche Synchro ist ja grauenhaft, empfinde ich gar nicht so. Merkwürdig. Aber bei Mass Effect meinst du jetzt, oder wie? Bei dem Spiel hier oder bei Mass Effect? Das hier heißt das wohl, okay. Also ich finde die nicht grauenhaft, ehrlich gesagt. Ist nicht der Bringer, aber auch nicht grauenhaft. Naja. Minen. Ja, okay. Minen halt, ne? Aber tatsächlich Surakor, Mass Effect, vor allem den ersten und zweiten Teil. Das sind richtig geile Spiele. Also so richtig geil, verstehst du? Hier sind Kerzen aufgestellt, oder? Das sind keine Kerzen. Schwerer Standardrahmen. Andromeda war ein Cell. Aber das soll irgendwie. Soll wie DS3 nicht so der beste sein. Also, sag mal so. Ich habe alle Teile von Mass Effect durchgespielt. Den ersten und den zweiten Teil jeweils 8 oder 10 Mal. Den dritten Teil einmal. Den Andromeda einmal. Und ich muss sagen, ich empfinde Mass Effect Andromeda persönlich als besser als Mass Effect 3. Aber das ist persönliche Meinung. Ich habe auch echt, ehrlich gesagt, zwei Anläufe gebraucht. Damit dafür. Wenn man sich erstmal reinversetzt hat. Lorek, vielen Dank. Herzlich willkommen. Wenn man sich erstmal reinversetzt hat, wenn man erstmal mit ein paar Sachen sich arrangiert, dann ist das wirklich ziemlich geil. Über Mass Effect Andromeda wurde ja gesagt, oh, das ist so schlecht, die Animationen und die Gesichter sind so öde. Und tatsächlich sind die auch ein bisschen auffällig. Auffällig nicht so gut wie in den anderen Teilen. Aber das zerstört das Spiel aus meiner Sicht nicht. Das ist, wer deshalb Andromeda nicht spielt, dem entgeht ein wirklich klasse Spiel. Ne? Hallo Lorek, danke schön nochmal.
Ne? Und wie gesagt, vor allem Mass Effect 1 und 2, damit kriegst du wirklich richtig edle Spiele. Mal so zu hören. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Scheiße, Isaac! Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Isaac? Ellis SOS kommt von weiter drinnen im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Befehl, lächerlich. Gucken wir doch mal, ob es hier eine Bank gibt. Ja, ja, ja. Tesla-Kern, hm? So. Wegen Mass Effect habe ich mir damals Xbox gekauft. Au. Oh. Also, ich habe das Mass Effect jedenfalls, war eins der Spiele, die ich gleich gespielt habe, als er rauskam und gleich von Anfang an voll verliebt war in das Spiel. Bank, Anzugstation, Ziel. Fortschritt ist am gespeichert worden sein. Genau so stand das da. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shot geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Planet Cracker. Plasma Cutter wurde freigeschaltet und ein Safe abgelegt. Yeah. Benutze das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen oder vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du Zugriff auf Waffenteile. Pläne. Waffen-Upgrades. Objekte herstellen. Safe. So. Jede Waffe hat ein oberes Tool. Mal ganz kurz gucken, ne? Oberes Tool. Kombiniere Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Unteres Tool, um über andere Tools abzufeuern. Der Rahmen, verschiedene Kategorien von Waffenteilen. Okay. So. Hergestellte Waffe. In den linken Waffenslot verschieben. Ja. Kompaktmaschinenpistole. Ich mag ja lieber den Cutter. Wo ist der Unterschied? Welcher ist jetzt welcher? Es ist die Frage, ne? Welcher ist welcher? Planet Cracker. Ausrüsten. Ja, wo ist der Unterschied? Das muss ich erstmal kurz rausfinden. Ich hoffe im Schaden. Waffen herstellen. Waffen-Upgrades.
Upgrade-Platinen, unteres Tool. Nachladen. Aber ich habe diese Dinger nicht. Diese neue Platine herstellen. Stelle aus Ressourcen neue Platinen her. Okay, mir fehlen die Ressourcen. Gut, 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 gut. Objekte herstellen. Altmetall. Ich habe noch gar keine Ressourcen. Ich kann noch gar nichts herstellen. Pläne. Einfache Strahlkanone. Diese Waffe herstellen? Große Scheiben Erz abzuschneiden. Nee. Ich bleib mal bei dem Dingen. Ich wollte es noch gar nicht zumachen. Verdammt, welcher ist welcher? Muss ich mal einfach mal ausprobieren. Das ist der Standard. Der mit dem gelben oder goldenen Dingen da. Standard. Also nochmal. Safe. Planet Cracker. Soll den ersetzen. Den Standard demontieren. So. Jetzt habe ich vermutlich ein paar Ressourcen. Oder? Vielleicht auch nicht. Egal. So. Jetzt geht's vielleicht weiter. Mal sehen. Oh, ihr flattert die ganze Zeit so ein dämliches Insekt rum. Das ist voll öde. Das ist irgendwie wie so eine Motte oder so. Verschwinde. In Memoriam. Ich würde einiges dafür geben, Mass Effects nochmal zum ersten Mal zu spielen. Ich sehe nichts, Mann! Verdammt! Wir stecken in der Scheiße. Was? Bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken die Ihnen auf die Pelle, schießen Sie auf die Extremität, verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja, okay, okay. So. Lalalala. Das sagt das Les mit Dark Souls. Ja, wie gesagt. Dann
sowas machen wie Daughters of Ash spielen, dann ist es wieder wie erstes Mal spielen. Voll geil. Medipack. Weed, weed. Kackraum. Ich weiß nicht, ob der rein will. Ich bin froh, dass ich alles zum ersten Mal spiele. Ja. Zerstückeln, ja, das weiß ich doch schon. Was willst du denn? IN-Wandler. Aufräumen im Kackraum, ja. Halt Metall. Ressourcenhype. Leiter. Na? Ach du Kacke. Nehmen wir doch mal das andere Ding, ha? Noch sieht es okay aus, aber bestimmt werde ich auch irgendwann mal überrannt. Was? Wo kam das denn her? Du ekligen. Lala. Somatgel? Mhm. Upgrade-Platine, nice Sürde. Textlog. Textlog lese ich nicht, vergiss es. Mhm.
Verriegelt. Okay. Hast du denn jetzt den Abschnitt geschafft mit der mit den Schlangenviechern? Ah. Wo zum Teufel sind sie? Was ist an der Übergangsröhre? Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Noch nie versucht. Naja, es wird schon klappen. Mhm. La, la, la. Fortschritt wird gespeichert. Yippie. Hier kommen doch garantiert auch irgendwelche Gestalten. Und wollen mich hier irgendwie... Ja... Mann. Man sieht ja nicht so viel. Okay. So. Du bekommst Bock auf Alien. Okay. Halbleiter. Das ist total logisch, dass diese Viecher Halbleiter absondern. Hätte ich jetzt auch vermutet. Okay. Okay. Textlog, Munitionsclip. Sehr gut. Wie man sieht, gehe ich hier relativ langsam vor. Relativ sorgfältig, so es denn möglich ist. Ich bin nicht so der Typ für Rambo-mäßig rein und wird schon irgendwie klappen. Sondern eigentlich eher gucken, ob es sorgfältig geht. Munitionssparend und so weiter. Norton, sind Sie da? Ja. Ja, ich bin hier. Das sollte Sie erstmal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen?
Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Mhm. Stromzufuhr wiederherstellen. Hier gibt es aber garantiert auch. Unfreundliche Gestalten, ne? Das kann ja nicht so bleiben. Das Ding nehme ich mal mit. Da sind noch mehr. Alle fertig? Oder sind es mehr als drei? Weil ich habe es nämlich immer relativ gern gemacht, so irgendwelche Gegenstände auf Gegner zu feuern. Wenn möglich. Huh. Ach so, guck mal. Wie ist das denn gemeint? Aber die sind doch runtergemacht. Die sind doch eingeschaltet. Was ist hier los? Ich kann sie wieder hochmachen. Ach so. Aha. Hat er noch nicht gereicht, wa? Ach, toll. Oh. Au, 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 au. Unangenehme Gestalten. Halt bei da. Irgendwas anderes. Ja. Also diese komischen Flaschen haben nicht allzu viel bewirkt, ne? Ja, Cola-Flasche. Gegner? Fragezeichen? Ich warte ja immer drauf. Und meistens werde ich nicht enttäuscht.
Okay. Tomatgel, Waschmittel, ne? So. Hey, wir haben Saft. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, Lok, Sie bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Ich frage mich, ob das Spiel so intelligent ist, dass ich immer die ein Medikit nehme, was ausreicht, um mich wieder voll zu machen. Und nicht immer automatisch das Größte. Richtig? Ja. Ich gucke noch, ob hier noch irgendwo Zeug liegt zum Aufnehmen. Vermute nicht. Nee. Nee, wohl nicht. Na gut. Da steht an meinem Fahrstuhl nicht dran, wenn ich drauf drücke. Bearbeitung. Also ich habe das Gefühl, das Spiel kann man schon spielen. Es hat natürlich nicht mehr so diesen Kick. Diesen neues Kick, ne, von Dead Space 1. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ah, okay. Ich wusste, bis zum Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Gürtel. Wenn Sie wirklich das Markerscript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Na dann. Munitionsclip. Ja. Munitionskleb, alles Mögliche hier. Plasmakern, Munition.
Da kommt was zusammen, munitionstechnisch gesehen. Ist mein Inventar nicht mehr eingeschränkt? Das kann ich mir kaum vorstellen. So. Plasmakern. Feuerrate. Waffenupgrades. Was geht denn? Hm? Nachladen? Schaden? Hab ich nicht. Feuerrate. Mir fehlen hier die geilen Zutaten, glaube ich. Offenbar hatte ich das Ding schon. Clip hinzufügen, neue Platine herstellen. Naja, halt Ressourcen fehlen mir, ne? Lalala. So, was ist hier drin? Feuerrate. Mhm. Was geht in Waffen herstellen? Baue aus Teilen eine neue Waffe. Na, ich will eigentlich keine neue Waffe. Verbrauchsobjekte? Oh, ein Altmetall kostet 100. Das ist momentan zumindest noch relativ teuer. Ich packe mal so 2-3 Stück weg, weil ich nicht weiß, wie es aussieht mit Inventarfülle. So. Kumpels. Ellie hat sich also einen anderen geschnappt, ne? Isaac, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel... Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Perfekt. Und jetzt? Okay. Mist. Na, geht nicht mehr? Das führt nicht zum Erfolg.
Nicht. Okay, hier das gleiche nochmal. Hm? So ein bisschen wie Thesis Discharge, wa? Oh, Kacke, Leute, ey. Ching. Wie früher, was? Munitionsklappe ist gut. Wie viel Munition habe ich denn jetzt noch? Ah, geht noch. Geht noch. Das war blöd, das hat ganz schön viel Energie gekostet. Na gut. Wir gehen, ne? Kann ich nicht schneller runter? Oh, ich schätze nicht. EN-Wandler. Oh. Stasis, wa?
So. Isaac, hier Carver. Wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Sie werden leben. Wir treffen uns im Quartier des Admirals. Lassen Sie mich nicht warten. Admiral. Ich habe eine Vorschau gesehen von der Serie mit Jean-Luc Picard. War noch nicht so sehr dolle aussagekräftig, muss ich gestehen. Oh, hi, Bumerang. Aber ich bin schon ganz gespannt. Das Witzige ist, dass er wohl im Interview gesagt hat, der Patrick Stewart, dass er nicht als Captain Picard in der Serie sein wird, sondern eine andere Rolle, Admiral oder Ex-Admiral, Admiral im Ruhestand, wie auch immer, was weiß ich was, Botschafter, keine Ahnung. Aber auf den Webseiten stand an ganz vielen Stellen, Patrick Stewart kehrt als Captain Picard zurück. Ich hoffe, die verwursten ihn nicht. Ja, das stimmt. Bester Mann, allerdings. Picard ist super. Oh, dieses Geflatter hier an den... Aktivieren. Das Geflatter von dem dämlichen Insekt hier nervt mich ein bisschen, muss ich gestehen. Ah, der ist auch echt klasse. Hey, Isaac. Soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Augenblick, bin gleich da. Hey, wenn Sie sich schämen, nach dem Weg zu fragen, folgen Sie einfach Ihrem Wegpunkt. Was? Ich habe seit 2 Jahren Netflix und bis auf 2 Ausnahmen läuft da durchgängig TNG. Next Generation ist geil. Guckst du es im Original Englisch oder in Deutsch? Ich habe es in beiden geguckt und ich fand es in beiden gut. Im Englischen ein bisschen besser. Im Original. Ich habe einen Kumpel, der hat genau wie ich auch ganz häufig Star Trek geguckt und eigentlich so meine Lieblingsserie von denen ist ja eigentlich Voyager, von diesen mittelalten Serien, sag ich mal, ne? Und ich mochte die ja ganz gerne im Englischen, ne? Ich habe es viele, viele Male durch. Ich sollte aber mit Englisch anfangen. Dann fehlen mir die Originalstimmen. Mal irgendwann die Originalstimmen. Wie meinst du das, dass sie dir fehlen? Also was ich sagen wollte, ich habe es auch schon ganz häufig geguckt, dass Voyager sowohl in Deutsch als auch in Englisch, im Englisch, wie gesagt, gefiel es mir ein bisschen besser.
Und ich habe mich ziemlich geärgert, als ich dann meinem Kumpel gesagt habe, hier, musst du auch mal im Englischen gucken. Kommt viel cooler rüber, also wenn quasi die Stimmen halt jeweils original sind, ne? Die Originalen, genau. Und dann haben wir mal eine Folge geguckt und er hat sich kaputt gelacht. Ich reg mich ja, also, der hat die ganze Zeit nur gekichert und Lachen unterdrückt, weil er meinte, die Janeway klingt wie eine Ente. Ne? Und sowas hat mich natürlich sehr geärgert, weil ich reg mich immer ziemlich auf, wenn ich jemandem was zeigen will und der, was ich cool finde, und der findet das albern. Ne? Der findet das witzig. Und wenn ich mit jemandem zusammen irgendwas gucke, was mir gut gefällt, und der ist nur am Lachen unterdrücken, das geht mir tierisch auf den Senkel. Ne? Dann sage ich lieber, dann lass uns lieber aufhören zu gucken. Ne? Der meinte, Janeway, die klingt wie eine Ente. Und dann hat er zwischendurch immer so dass ich es gerade so hören konnte, so gesagt, Quark. Ne? Hat mich doch ein bisschen doller aufgeregt, ehrlich gesagt. Was nervt, ja. Wenn man die Sachen, die man selber verinnerlicht hat und selber im Laufe der Jahre zu schätzen gelernt hat und vielleicht auch, sagen wir mal, die Tiefe an manchen Dingen versteht, ne, so die Hintergründe oder wie die Charaktere miteinander umgehen wie Charaktere sich in bestimmten Momenten verhalten. Und dann guckst du das mit jemandem, bist total bewegt womöglich oder zumindest findest es total cool und du hörst nur so das, ja, geht irgendwie nicht. So absichtlich reintriggern, ja, dieses Quack, ne? Ich fand das auch irgendwie kein bisschen witzig. Also so gar nicht. Oh mein Gott. Oh. Herr Lee Carver hier. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac ist... Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Carver, was ist da los? Abschalten. Isaac. Abschalten. Hey. Abschei! Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich! Los jetzt, Clark! Zur Crew stoßen. So. Ja, ich wäre auch überhaupt kein bisschen alarmiert, wenn einer die ganze Zeit so reagiert, ne? Textlog. Auf mit deinen Textlogs. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns bleibt die Zeit. Buckle hier.
Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespürt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Mhm. Na gut. Diese Schrecklichkeitsmusik, ey. Da hat er gerade EverQuest 2 runter. EverQuest 2? EverQuest war doch ein MMO, oder? Oder ist es falsch in Erinnerung? EverQuest. EverQuest 2 ist der Nachfolger von EverQuest, ja. Also das ist aber auch ein sehr, sehr altes, glaube ich. Kann ich mich erinnern tatsächlich, dass da einer von meinen Kumpels früher das auch gespielt hat. Zu Zeiten war das wohl noch, als man, als, sagen wir mal, so eine Internet-Flatrate nicht selbstverständlich war. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Im Dezember letzten Jahres kam ein weiteres... Den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu... Was ich erzählen wollte ist, der hat... Das war ganz lustig. Wie gesagt, das war damals nicht normal, also nicht üblich, nicht selbstverständlich, dass man eine Internet-Flatrate hatte. Ja, das ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her, 15 Jahre, wenn ich das sehe, 2004. Ne? Und damals kam noch, ich sag mal, da gab es Internetverbindung mit Modem, war üblich oder häufig. Und dann noch so mit Vorwahlen, mit billiger pro Stunde, dann gab es so Programme, mit denen man die richtige Vorwahl wählen musste, damit kostet es halt irgendwie nur, was weiß ich, 1 Cent weniger pro Minute. Naja, damals gab es aber auch etwas, das hat er sich sozusagen geholt, und zwar eine Flatrate bei einem Erotik-Seitenanbieter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas mit Blabla, Erotik, Blabla. Ne? Und das Schöne war, dazu gehörte wohl eine Telefonnummer, also eine Einwahlnummer für ein Modem, die man anrufen konnte für Internetzugang, und die war dann halt quasi eine Flatrate. Ne? Das heißt, er hat diese Nummer angerufen, die eigentlich zur Verfügung gestellt haben. Und sondern hat sozusagen das einfach genutzt. Einfach genutzt als Internetzugang. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. Von es muss wohl. Danke für Ihre Zeit. Es muss wohl eine Hardcore-Community. Ach Mann. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Schatz, wofür brauchst du das? Genau. Ey, ist es bald mal gut hier?
So. Ich hatte ganz vergessen, dass das geht. Zum Everquest-Speed. Naja. Ich habe das Spiel nie gespielt, ne? Fast 20 GB, ja. Keine Ahnung, wie groß das andere damals war. Also, ich habe auch früher ein bestimmtes MMO gespielt, was dann leider eingestellt wurde. Andererseits bin ich zu dem Zeitpunkt, als es eingestellt wurde, auch schon zu World of Warcraft gewechselt. Nämlich Asheron's Call 2. Das fand ich ja cool. Damals fand ich total cool. Upgrade-Platine, nice. Ein Clip. Ach, plus eins Clip. Aber es war schon, wenn man mal ehrlich ist, war es im Vergleich zu World of Warcraft schon ziemlich öde. Es konnte nicht hoffen, sich zu behaupten, nachdem WoW erstmal draußen war. So Vergleich Notepad und Word 2010 oder sowas. Fortschritt wird gespeichert, das macht mir Angst! WoW hat tatsächlich alles mit sich gerissen, das stimmt. Das Isaac, ist. Da bist du ja. Wo sind die anderen? Sucht nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttle gefunden, ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Mal gucken, ob hier noch was machbar ist. Nachladen. Plus eins nachladen. Lieber Schaden, wenn es geht. Yay. Geht noch was? Ne, das geht jetzt nicht mehr. Okay. War mehr Schaden. Kann nicht schaden. Das war damals total geil. Das erste Mal WoW spielen. Es kam ja raus in der Zeit, genau in der Zeit, in der ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Das war natürlich gefährlich, ne? Aber ich habe es geschafft, tatsächlich es so lange im Schrank zu lassen, in Folie noch eingepackt. Ich habe es geschafft, es so lange im Schrank zu lassen, bis ich meine Diplomarbeit so weit fertig hatte, dass ich wusste, jetzt schaffe ich es auch. Jetzt muss nur noch poliert werden und Kosmetik geändert. Also dass der eigentliche Text fertig war, dann habe ich mir auch mal erlaubt, zwischendurch mal ein bisschen WoW zu spielen. Aber das Gerüst musste erstmal stehen. Am 27.08. ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, wir werden sehen, ne? Hoffentlich. Anzug wechseln. Rig Upgrade. Stase-Energie.
Ich brauche Altmetall. Ja, ich habe relativ viel Altmetall verbraten, wie es aussieht. Anzug wechseln. Eva-Anzug. Oder der Eva-Anzug. Vielleicht nehme ich auch den Eva-Anzug. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, ich werde wohl tatsächlich Urlaub nehmen können in der Zeit. Isaac, Morgan hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie sind doch hier, okay? Macht total Sinn alles. Ich werde es auf jeden Fall spielen. WoW Classic. Freue mich schon drauf. Ich nehme Reinigungswagen mit. Oder auch nicht. Der kann ja nicht durch. Interessant. Interessant. Ich schon. Ich kann da durch. Na gut. Na gut. Mir doch egal. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Nase juckt. Oh. Optionale Mission, die Greeley erkunden. Warum nicht? Sauerstoff. Also ich finde Sauerstoff gut. Ehrlich gesagt. Ich bin Fan von Sauerstoff. Greeley. Terra Nova. Wir machen mal die Nebenmission. Ich muss zum Glück hier nicht selber steuern. Echt schön gemacht hier.
finde ja den Weltraum toll. Ich würde nirgendwo anders leben wollen. Das hier was ein aufnehmbares? Ja. Ja, Munitionsclip. Hey, du Arsch, wer auch immer du bist. Du stinkst nach Maggi. Na komm. So. Greedy. Hey, was soll das? Ein bisschen knapp wird meine Heilung jetzt auch. Und meine Munition wird auch ein bisschen knapp. Na gut. Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Jetzt zeigt nämlich zum Glück auch die Spur in die richtige Richtung. Verpackter Standardrahmen. Altmetall wird in ganz vielen Spielen gebraucht. Auch in Fallout. 3 zumindest. Und 4 wahrscheinlich auch. Oh. Dankeschön, Mesarios. Herzlich willkommen. Wer rüber guckt. Santos. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Mhm. Ja, also, Mesario, schönen Dank. Nochmals, ne? Altmetall, herzlich willkommen. Aktivieren. Oh. Torx-Stange installieren. Ah, okay. Ich habe keine Torx-Stange. Torqua. Ching. Mhm. Whip, whip, whip. Ach, das wird schon in Ordnung sein. Wie gut, dass die Telekinese nicht eine begrenzte Ressource ist. So wie die Stase. Hallo Sie da. Wir wollten kurz nochmal
Reinschauen von dem Schlafen. Wir kommen gerade vom Geburtstags-Diablo-Playen. Cool. Als ich letztens Homecoming bei dir sah, hatte ich gemischte Erinnerungen an das Game. Wir konnten es nicht beenden, ja. Ich finde es, wie gesagt, also mir hat es nicht gefallen. Leider. Ich glaube, Silent Hill ist irgendwie nicht meins. Halbleiter. Die Musik eben, dieses Wow, Wow, erinnert mich gerade an ein altes Spiel auf dem C64. Nämlich Sword of Fargol, was wir in unserer Jugend immer Sword of Fargol nannten. Homecoming wirkt unfertig. Kollisionsabfrage aus der Hölle. Technik aus der Hölle im Allgemeinen. Ne? Die Karte ging mir voll auf den Keks. Die Steuerung, dass man sie nicht ordentlich ändern konnte und dass es buggy war mit der Tastenbelegung und alles, ne, all das zusammen hat mich mega genervt, muss ich sagen. Dann gehe ich dahin. Ich finde Wegpunkte gut. Benutze ich auch in Wirklichkeit mit Google Maps auf dem Handy oder mit irgendeinem anderen Tool, je nachdem, was ich gerade auf dem Handy habe. Ja. Da muss man nämlich nicht hingehen und Angst haben, dass die Dinger doch noch aufstehen, ne? Zum Abschluss noch eine Anekdote. Wir schauen einen Streamer zu, der Resi und Silent Hill liebt. Er macht auch Speedruns und selbst dieser Mensch hat Homecoming Rage-quittet. Ah, alles klar. Okay. Also, Resident Evil, da habe ich jetzt ja zwei Teile von durchgespielt. Teil 4 auf der Wii, noch vor meiner Streamzeit, noch vor meiner YouTube-Zeit sogar, glaube ich. Meiner nur YouTube-Zeit. Und das halt Resident Evil 2 Remake. Und die haben mir schon ganz gut gefallen. Vielleicht spiele ich auch nochmal ein anderes Resident Evil, aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Muss sich nicht unbedingt forcieren. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Ich habe noch gar nicht erkannt, dass er den Funkraum gefunden hat, ehrlich gesagt. Ah, ich habe einen Erfolg. Wunderheilung. Wahrscheinlich so und so viele Heilpacks benutzt oder sowas.
es ist ein bisschen merkwürdig hier alles. Das ist nicht die übliche Schichtsituation hier. Also was ich vielleicht mal machen werde, ist Silent Hill Homecoming mir mal auf YouTube als Let's Play anzugucken. Na, damit ich mal weiß, wie die Geschichte so läuft. Und auch um mal zu gucken, ob derjenige, der das dann spielt, genauso reagiert, ne? Benutze digital, um linken und rechten Strom auszugleichen. Noch ein klein bisschen hoch. Also 60 runter, 90 hoch. Nein, das ist zu viel. Runter, 60 hoch. Ekelhaft sowas. Na? Oh, dieser Raum, den ich hier gerade sehe, erinnert mich ein ganz klein wenig an Alien Isolation. An diese Bahnstation oder was man da manchmal hatte, ne? Ach, Torkstange. Beweg dich, Mann! Das war jetzt nicht gut. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Ich glaube, dieses komische Viech mit den Leuchteorganen hat mich voll erwischt. Naja. Moon habe ich noch ein bisschen, aber war trotzdem nicht optimal. Aber es muss ja auch nicht immer optimal sein.
Eine Bank. Kann ich was machen? Bauer, modifiziere Waffen. Modifiziere und upgrade diese Waffe. Erweiterung 2, nichts ausgewählt. Neue Erweiterung herstellen. Munitionssammler? Sammelt automatisch Munition in der Nähe ein. Na, das ist doch wohl geil. Am Sonntag zu streamen, weiß ich noch nicht ganz genau. Die Chance ist ziemlich hoch. Ich würde mal sagen, so 70-80%. Munitionssammler. Wing. Ein Ziel erfüllt? Echt? Welches denn? Ich guck hier noch kurz. Upgrade-Platine nimmt man auch gerne mit. Pat? Was? Ich weiß leider nicht, was du meinst. Ach so. War an Mesa. Okay. Oh Mann, was ist das? Das läuft ja gar nicht gut hier. Wie viele Heildinger habe ich denn noch? Nicht mehr so viele, würde ich sagen, was? Heildinger. Heildinger sind selten. Diese komische Musik im Hintergrund, ey. Aber kann sein, dass er nicht mehr da ist. Hm? Dilli, 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 dilli. Was ist das nun für ein merkwürdiger Raum hier? Die
weg. Sehr gut. Vorhin hatte ich noch so viele, jetzt sind sie wertvoll. Ich bin tot, komplett zerstört. Es nützt nichts. Ich muss bubusen. Na gut, alles klar. Und dann schlaf gut und vielen Dank, dass du da reingeguckt hast. Ne? Wie spät ist denn überhaupt? 3. Naja, ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Ah, ich bin auch ein bisschen müde. Ah, ein bisschen noch, würde ich sagen. Schlaf gut. Medipack-Mittel. Das akzeptiere ich. Oh Mann! A-Wandler. Wer will das nicht? So, okay. Wenn ich das Spiel durch habe, werde ich mal gucken. Ob ich davon auch ein Dingens finde. Speedrun. Blöd, man. Blöd, man. Danach, im Nachhinein gucke ich mir Speedruns manchmal ganz gerne an. Wo sind sie? Hier sind ja ekelhaft. Aber ich werde tatsächlich auch schon ein bisschen müde. Ich werde auch ein bisschen einsilbig. Das ist üblicherweise, wenn die Müdigkeit so langsam überhand nimmt. Wo sollen wir denn rumlurken? Ja, weiß ich noch nicht. Ne?
Gut, Frage. Wir fahren so grimm nach Hause, schauen beim Schlafen zu. Das wäre ganz, 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 ganz schräg und spukig, muss ich gestehen. Ihr seid total lieb, alles klar. Ihr L-Viewers am Fenster. Also, das würde mich doch ein bisschen erschrecken, muss ich gestehen. Na? Würde auch nicht ganz so leicht funktionieren, weil ich normalerweise zumindest die Jalousien unten habe. Das wäre ein bisschen zu viel Support, das stimmt. Ein Hauch zu viel. Geld ist okay, aber bitte nicht näher kommen. Ja, bei mir, ich kann ja ganz freimütig sagen, das ist ja bei mir nicht so, ne? Geld gibt's ja bei mir nicht, zum Glück. Hihi. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, da nicht lang zu gehen. Na? Könnte man vermuten, ne? Oh Gott. So. Puh, mein Daumen tut mir auch echt ein bisschen weh. Der Controller, der rechte Controller-Daumen sozusagen. Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Die Gravitationsplatten fallen auseinander. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, ich hab sie. Ich schick's Ihnen auf Ihren Ortungssender. Ach, das war jetzt... Ah, okay. Das war die Warnung, ne? Dass man da besser nicht drüber geht.
Ich werde das mal beherzigen. Rausziehen gesagt. Okay. Ach, was soll's. Der Helm seinen Katzenohren, naja, Katzenohren ist übertrieben, ne? Es regnet Körperteile. Das soll ja bestimmt so sein. Alien-Artefakt. Och meine Güte, was hier los? Altmetall, Altmetall. So. Puh. Ja, womöglich hätte ich auch einfach durchgehen können. Ich weiß es nicht genau. Das hat geklappt. Nicht so schlecht. Wait a wit. Wait a wit. Wait a wit. Naja, vielleicht kann ich bei Gelegenheit ja mal einen anderen Anzug anziehen.
Oder wenigstens einen Helm. Genug Moon, das ist dann erstmal in Ordnung. Ich hab mir noch ein Nutella-Brot geschmiert. Ah. Nicht schlecht. Das könnte ich auch machen, aber das glaube ich, das mache ich nicht mehr vom Schlafen gehen. Wolfram, das ist sehr gut. Brauche ich für irgendwelche Upgrades. Ich habe ihn. Hey Santos, ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. Einiges ist ja immer vor dem Schlafen gehen. Du hast recht. Du hast recht. Das ist wie mit den Gremlins, ne? Nicht vor Mitternacht füttern. Oder nicht nach Mitternacht. Versteckt Rosetta? Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Vollstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende. Ja, gibt's andere Anzüge. Dachte, das wäre halt das Design des. Also es gibt andere Anzüge. Aber ich habe den. Ich habe noch keinen anderen Anzug gefunden. Ja, es gibt hier eine Anzugstation. Zufälligerweise gerade. Anzug wechseln. Und ich habe halt nur diesen Anzug, einen Eva-Anzug. Ja? Hast du schon Sachen für Echtgeld? Also in dem Spiel habe ich keine Sachen für Echtgeld gekauft. Ich habe das Spiel gekauft, das ist alles. Das ist alles. Und da ich wollte gerade sagen Dark Souls, ich meine natürlich Dead Space 2, auch hier rüber gespielt habe, über Origin, hat er das wohl gemerkt, oh, Dead Space 2 ist auch im Account und dann habe ich hier diesen Plasma-Cutter gekriegt, der wohl vielleicht einen kleinen Hauch stärker ist als der Originale, ne? Wieso nicht? Das macht das Spiel doch viel spaßiger, wenn ich mir über Echtgeld was kaufe. Ja, aber was denn zum Beispiel? Mir fällt gerade nichts ein. Was notwendig sei. Genau. Weltraum ist cool. Moonclip. Weltraum ist nur so lang cool, solange man Anschluss ist. Ansonsten wird er zu cool, genau. Das beklemmt, ich fand's cool. So, Terra Nova. Na, da ist ja die Dingens, ne? Aber ich glaube, da werde ich nicht mehr viel machen. Höchstens noch mal gucken, wie man reinkommt. Ersten ein, zwei Räume oder so, ne? Ohne Anzug fängt dein Blut an zu kochen. Das ist natürlich bedauerlich. Aber nicht vor Hitze, hm?
Terra Nova. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Schwerer Standardrahmen. Ich muss aufpassen, dass ich hier keine zu schweren Waffen trage, sonst kann ich keine Fastwall mehr machen. Die Bahnstation finden. Okay. Was ist das hier? Eine Anzugstation? Hilft mir aber nicht weiter, weil ich keinen Anzug habe. Somatgel. Ich glaube, genau an der Stelle mache ich jetzt erstmal Feierabend. Weil ich bin wirklich müde und werde auch langsam, wie man merkt, immer einsilbiger und so weiter. Ne? Und mein sprühender Witz lässt nach. Ne? Das ist natürlich ganz bedauerlich. Vielleicht nochmal heilen. Ja, das ist okay, denke ich. So. Kontrollpunkt wird hier gerade gewesen sein. Speichern und beenden. Mache ich jetzt tatsächlich. Yippie. So. Neues Spiel Plus mache ich jetzt bestimmt nicht. Spiel verlassen. Flammen. So. Die Aufnahme stoppt.